Der Baudezernent von Bad Salzuflen ist mächtig stolz. Denn hier steht ein ganz neuer und einzigartiger Brunnen für 40.000 Euro. Deutschlands erster Geysir. Wir wollten einen haben mit einem Wow-Effekt. Also ein Brunnen oder ein Geysir, der alle paar Minuten spritzt. Und das ganz ohne Vorwarnung. 1,50 Meter hoch und vor kurzem sogar noch viel höher. Wir haben die Fontäne 3 Meter hoch spritzen lassen. Also der Geysir ging über 3 Meter hoch. Dann war beim Umkreis von 6 Meter alles nass. Leider auch die Leute. Achtung! Ich habe hier schon einige Leute nass werden sehen, weil ich hier in Rufweite wohne. Der stört Leute, die erschrecken sich, werden nass gespritzt. Der ist doch furchtbar. Man muss immer sehen, dass man wegkommt. Wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dann schrecklich. Da muss natürlich gehandelt werden. Der Baudezernent baut ein Geländer um den Geysir für mehr Sicherheitsabstand. Nur leider finden die Bürger das auch nicht gut. Dann fällt man drüber, nachts ist das schlecht beleuchtet, dann rennt man gegen das Geländer. Solche Argumente kamen. Gut, das 1.000 Euro teure Geländer wieder weg. Und die Spritzhöhe auf 1,50 Meter gekürzt. Doch auch so fordert der Geysir seine Opfer. Ist auch passiert, dass jemand ganz nah dran vorbeigeht. Die Fontäne kam gerade und eine Frau mit dem Rollator ist vor Schreck umgefallen. Gut, das ist das Leben. Das ist das Leben. Muss man eben besser hingucken. Wenn wir auf dem Boden unten eine nasse Zone sehen, dann fragt man sich ja, was ist das? Warum ist das nass? Und dann guckt man. Und dann weiß ich auch, da ist irgendetwas. Genau, hier ist doch irgendetwas. Huch! Das finden auch die Leute im benachbarten Café spannend. Der ideale Geysir-Beobachtungsposten. Ist jetzt jeden Tag hier. Die Eltern wissen das gar nicht, dass da Wasser kommt. Denn schon sind sie nass und dann sind sie am Schreien. Jetzt müssen wir nach Hause umziehen. Jetzt sollen die Leute auf den Geysir-Erguss besser vorbereitet werden mit einer Countdown-Uhr. So sehen Sie an einer digitalen Uhr, es sind noch 10, 11, 12, 13 Sekunden. Und dann bleiben Sie auch stehen und erleben es. In Bad Salzuflen brodelt es. Achtung, Herr Oberweis, es kommt!